So, dann herzlich willkommen zum ersten Vortrag heute hier im Hörsaal. Lenz Grimmer wird etwas über Open Solaris für Linux erzählen und spielecht findet der Vortrag auch auf einem Open Solaris statt. Tja, danke. Ja, wenn ich schon einen Vortrag darüber halte, dachte ich, muss ich es auch mal probieren, wie sie es so im Alltag macht. Und wieder erwarten, der Laptop ließ sich eigentlich ohne große Schwierigkeiten auch mit dem Beamer zu einer vernünftigen Auflösung überreden. Ansonsten hätte ich ja halt doch noch schnell wieder ein Linux-System gebootet. Eine Frage vorab, wer von euch hat sich Open Solaris schon mal angeschaut, mal die Live-CD ausprobiert? Handzeichen, das ist ja schon nicht schlecht. Wer von euch setzt es richtig produktiv ein oder auch ältere Solaris-Versionen? Noch ein paar Hände, sehr gut, sehr gut. Schön, freut mich. Titel des Talks ist für Linuxer. Liegt daran, ich bin eigentlich jemand, der bisher sich hauptsächlich mit Linux auseinandergesetzt hat. Zu meiner Person erkläre ich gleich noch ein bisschen was. Der Talk geht so ein bisschen in die Richtung, was ist Open Solaris, mal eine grobe Übersicht zu machen und sich dann ein paar Highlights herauszupicken, warum ich der Meinung bin, dass es durchaus ein Betriebssystem ist, was man sich mal anschauen sollte. Gut, wir sind jetzt nicht hier auf dem Linux-Kongress. Open Source ist hier allgemein ein Thema, deswegen passt Open Solaris auch ganz gut rein. Ja, ich fange einfach mal an zu erzählen, was wir sonst so machen wollen. Ich werde euch einen Überblick geben, was Open Solaris überhaupt ist, was da sich dahinter verbirgt, was so diese diversen Projekt- und Produktnamen in sich haben, die Sander mittlerweile etabliert hat. Dann versuche ich herauszuheben, was so ein paar sehr markante Unterschiede zwischen dem gängigen Linux-System sind, aber auch, was die Vorzüge von Open Solaris vielleicht in manchen Anwendungsfällen sein können. Dann einfach eine Hundesammlung an Kommandos, die mir jetzt im Laufe der Zeit als ganz hilfreich über die Finger gelaufen sind und wo man dann weiterführende Informationen kriegt. Wir haben hier bei uns am Stand von Sun MySQL einiges an Demo-CDs, wer es sich noch nicht angeschaut hat. Wir haben T-Shirts, die ihr euch mitnehmen könnt. Ich habe auch noch welche in der Tasche, also wer nachher sich eins holen möchte oder noch eine Frage stellen möchte, herzlich gerne. Vorab erstmal ein bisschen was über mich. Ich habe das erste Mal Linux Open Source Software während meiner Uni-Zeit 1995 in die Finger gekriegt und habe eigentlich, als ich das erste Mal so den eigenen Root-Login auf meinem 386er hatte, irgendwie gemerkt, das ist der Weg, wo es hingehen soll und habe seitdem Windows eigentlich privat nie wieder angefasst, muss ich sagen. Habe dann nach dem Studium anderthalb Jahre bei einer kleinen Internetfirma gearbeitet, die damals schon mit MSQL und PHP-FI Präsenzen für Kunden in Auftrag erstellt hat, war da anderthalb Jahre lang als Administrator und ein bisschen als Entwickler tätig und habe in der Zeit wirklich so mir meine Sporen verdient und das über den LAMP-Stack gelernt, wovon ich auch heute noch sehr viel zehre. Dort wurde dann irgendwann von Slackware auf SUSE umgestellt und irgendwann habe ich dann gedacht, SUSE Linux, coole Sache und bin dann nach Nürnberg gezogen, 98, und war dann bei SUSE vier Jahre lang in der Entwicklung tätig, an der Distribution beteiligt. Eine der ersten Amtshandlungen war unter anderem eben das MySQL-Paket auf die SUSE Linux-Distribution überhaupt zu bringen. Und über diese Tätigkeit habe ich auch recht früh schon Kontakt zu den Leuten von MySQL gehabt. Also David Axmark und Monty Videnius, die früher so die Hauptfiguren waren, mit denen hatte ich immer schon sehr intensive Kontakte und Diskussionen, meist technischer Natur. Wir haben uns dann auch öfters mal getroffen. Ich war für SUSE sehr viel auf Messen unterwegs, habe Vorträge gehalten, Linux World Expo und ähnliche Veranstaltungen und da läuft man sich halt immer wieder über den Weg. Diese Open-Source-Veranstaltungen sind schon so eine Art Wanderzirkus. Man sieht immer wieder die gleichen Leute, nur sie arbeiten bei anderen Firmen. Und so ging es dann auch. Nach vier Jahren SUSE habe ich dann mal so in einem Nebensatz die MySQLer gefragt, ob sie nicht irgendwie Interesse oder Verwendung für jemanden wie mich hätte. Zwei Monate später habe ich dort angefangen, das ging recht flott. Fiel mir nicht leicht, die Entscheidung, war aber eine ganz interessante Erfahrung bisher. Ja, und Anfang dieses Jahres konnte ich nichts dafür, bin ich jetzt Mitarbeiter von Sun Microsystems, weil Sun die Firma MySQL Anfang des Jahres übernommen hat. Gar kein schlechter Deal, also ich habe zwar noch nie eine Firmenübernahme mitgemacht, muss aber sagen, dass die Art und Weise, wie Sun das gehandhabt hat, wirklich sehr gut gelaufen ist. Und sowohl von Mitarbeiterseite und ich glaube auch von Community-Seite hat dieser Wechsel bisher nur positive Reaktionen hervorgerufen. Und als Sun-Mitarbeiter wird man natürlich auf einmal mit einer ganzen Reihe von anderen Open-Source-Projekten konfrontiert. Ich meine, Sun hat ja neben dem Open Solaris, über das ich hier erzähle, Open Office, jetzt MySQL, sie machen was im PostgreSQL-Bereich. Wir haben
OpenOffice, wir haben Glassfish, wir haben Java. Also die Menge an Open-Source-Software, die von Sun Microsystems entwickelt und vertrieben wird, ist schon enorm. Und deswegen habe ich halt eben Anfang des Jahres angefangen, mich mal ein bisschen auch mit diesen Dingen näher zu befassen. Bisher war Solaris für mich eigentlich ein fieses, unbedienbares Monster in irgendeinem Serverraum, mit dem ich während meiner MySQL-Entwicklerzeit viel zu tun hatte. Ich habe bei MySQL angefangen als Release-Engineer, wie man so schön sagt. Das heißt, ich war dafür zuständig, aus dem MySQL-Quellcode installierbare Binärpakete für die diversen Plattformen zu erstellen, die MySQL so im Programm hat. Und da gehörte eben dann auch Solaris auf Spark x86 in verschiedenen Variationen dazu. Aber die Haupterfahrung hatte ich bisher halt unter Linux und dann ist das doch erstmal eine völlig fremde Welt. Insofern kam mir Open Solaris eigentlich ganz entgegen, weil das eben so ein bisschen mehr dem Linux-Anwender auch zuarbeitet in der Art und Weise, wie es aufgebaut ist, wie die Kommandos verteilt sind, das erzähle ich gleich noch ein bisschen. Distributionsmäßig habe ich mit der LST angefangen, 42 Disketten, dann eben eigentlich seitdem der SUSE treu geblieben als Anwender, mache immer noch Beta-Tests, ich mache Pakete im OpenSUSE Build Service und habe auch sonst noch ganz guten Kontakt zu den ehemaligen Kollegen. Das ist immer wieder ganz lustig, wenn man sich auch auf so eine Veranstaltung wie hier trifft. Ja, und neben meiner oder bedingt durch die Tätigkeit als Paketebauer habe ich dann eben auch die diversen anderen Linux-Distributionen mal unter den Fingern gehabt und eben auch die kommerziellen Unix-Variationen. Wobei, wenn man sich das so anschaut, HPUX, AIX, SCO sowieso, das ist heutzutage, glaube ich, alles nicht mehr so up-to-date. Wenn wir von MySQL-Seite so schauen, was bei uns auf Anwendersicht so die populärste Plattform ist, sind viele Leute erstaunt zu hören, dass es wirklich Windows ist. Also wenn wir unsere Downloadzahlen anschauen, ist die größte Menge an MySQL-Downloads für die Windows-Plattform. Liegt aber auch wahrscheinlich darin begründet, dass Microsoft MySQL nicht von Haus aus mitliefert und die Linux-Distribution halt alle schon ein MySQL-Paket enthalten haben und so der Download nicht unbedingt erforderlich ist. Aber so die Rangfolge, würde ich sagen, ist schon Windows, dann die diversen Linux-Derivate und dann kommt es gleich als nächstes Solaris, weil es halt im Serverbereich sehr weit verbreitet ist. HPUX, AIX und so weiter sind eigentlich, kann man vernachlässigen. Ja, und seit Mai dieses Jahres habe ich wirklich auch mal ein Open Solaris mir in die Finger genommen und versucht, aktiv damit zu arbeiten. Mache immer mal wieder den Wechsel. Ich habe hier den Laptop im Dual-Boot-System. Also ich habe Solaris wirklich auch auf die Platte installiert, um damit rumspielen zu können. Und bin so nach und nach dabei, mich eben da häuslich niederzulassen. Aber wenn man halt so viele Jahre ein Linux-Home-Verzeichnis immer weiter gepflegt hat, dann sind das so viele kleine Details und Einstellungen und Tastenkombinationen. Es dauert. Aber es geht voran. So, was ist Open Solaris überhaupt? Sun hat da ein bisschen Verwirrung gestiftet, dass es der Name für eigentlich zwei völlig verschiedene Dinge ist und man nur darauf achten muss, ob das S bei Solaris groß oder klein geschrieben wird. Open Solaris kleingeschrieben ist im Endeffekt ein Open-Source-Projekt unter opensolaris.org primär gehostet. Dort befindet sich hauptsächlich oder als Kondensationskern sozusagen der Quellcode des Betriebssystems Solaris. Basierend auf der Version 10 oder ein bisschen kurz danach hat Sun eben die Quellen, soweit wie es ihnen möglich war, unter eine Open-Source-Lizenz gestellt, die CDDL, Common Development and Distribution License, wenn ich mich nicht täusche. Leider nicht die GPL, was mir als Linuxer doch auch genehm wäre, weil manche Dinge, die Solaris hat, wären auch für Linux durchaus attraktiv. Sun wird seine Gründe dafür gehabt haben, kann ich jetzt auch nur drüber spekulieren. Muss man so hinnehmen, ist aber eigentlich auch eine sehr liberale Open-Source-Lizenz, die auch eben von der Open-Source-Initiative als Open-Source-Lizenz anerkannt worden ist. Neben dem eigentlichen Betriebssystem und den Quellen dazu gibt es so ähnlich wie bei SourceForge die Möglichkeit, dass man eben Solaris-relevante Projekte dort hosten kann. Man hat seine Mailinglist, man hat seinen Bug-Tracker, man kann seine Quellbäume dort einchecken, all das ist möglich. Und Sun verwendet die Plattform auch selbst für ihre eigene Entwicklung. Also neben dem eigentlichen Betriebssystemkern gibt es im Open Solaris-Projekt sehr viele Dinge, die eben parallel zum Betriebssystem entwickelt werden und dann irgendwann als Feature in die Distribution einfließen. Das Ganze ist so ähnlich, wie es bei Red Hat Enterprise die Fedora-Distribution ist. Also man nimmt das Ganze als Testbett und Entwicklungsplattform, um eben frühzeitig der Community Zugang zu neuen Features zu gewähren, dass sich da eben ein Reifeprozess einstellt, dass man die Features irgendwann auf die kommerzielle Variante umsetzen kann.
Und aus dem Open Solaris, wie wir es momentan kennen, soll halt in den nächster Zeit das kommerzielle Solaris 11 gebacken werden. Und man nimmt dann eben das, was sich in der Zeit so an Features entwickelt hat und die sich ausgereift haben, und wird die dann in das kommerzielle Betriebssystem einsetzen. Parallel dazu werden allerdings auch jetzt schon sehr viele Dinge back, also zurückportiert auf das momentan aktuelle Solaris 10, was die kommerzielle Variante des Betriebssystems ist. Und ja, Sun hat recht lange Wartungszyklen, also Solaris 10 wird sicher noch einige Zeit lang auch in der Entwicklung und in der Pflege bleiben. Das heißt, da werden auch so nach und nach sehr viele Dinge noch hinzukommen. Dann gibt es das Open Solaris mit großem S, das unter opensolaris.com verfügbar ist. Und das ist im Endeffekt die installierbare Distribution, die man sich runterlädt, auf dem Rechner installieren kann, mit der man arbeiten kann. Die wird von Sun einmal als Distribution verteilt. Man kann sogar auch Support dafür kriegen. Also man muss nicht ein Solaris 10 oder älter einsetzen. Auch mit Open Solaris kann ich in einen Produktiveinsatz gehen und kriege von Sun den Support, wenn ich den haben möchte. Die Distribution steht neben der schon erwähnten CDDL zusätzlich noch unter der sogenannten Open Solaris Binary License, weil enthalten auf dieser CD sind neben den reinen Open Source Paketen auch einige Dinge, die eben unter einer anderen Lizenz stehen. Unter anderem, was mich sehr positiv überrascht hat, ist der NVIDIA-Treiber von NVIDIA direkt gleich als Bestandteil der Distribution. Man muss nicht erst noch irgendwie sich aus einem Repository den Treiber laden. Der wird automatisch installiert und funktioniert also zumindest auf diesem Laptop recht gut. Das Open Solaris, wovon ich rede, hat auch den Codenamen Indiana. Die aktuelle Version ist 2008.05. Das ist eben ähnlich ein Versionsschema, wie es auch Ubuntu eingeführt hat, dass man das Jahr und den Erscheinungsmonat als Versionsnummer verwendet. Kommt als recht minimalistisches System mit einer CD aus, die ich in den Rechner legen kann und vor dort booten kann. Und das System startet von Haus aus erstmal in einer RAM-Disk und lässt sich dort dann bedienen, ohne dass ich eine Installation auf der Festplatte durchführen muss. Es hat ein paar Besonderheiten, die die anderen Solaris bisher noch nicht hatten. Als Highlights sind sicher herauszupicken, dass man ein Root-File-System auf einem ZFS-Dateisystem anlegen kann. Das IPS-Package-Management-System, was ich gleich noch ein bisschen näher erläutern möchte. Und der grafische Installer mit dem Codenamen Cayman, der eben mir auch ermöglicht, aus dem Live-System heraus eine Installation auf die Festplatte durchzuführen, um das System dann direkt vom Rechner aus starten zu können. Das geht dann ein bisschen schneller und man hat eben die Möglichkeit, auch die Änderungen, die man vorgenommen hat, permanent zu speichern und das System eben wie ein normales System zu benutzen. Das Ganze ist für Linuxer ein bisschen freundlicher gestaltet. Im Gegensatz zu den klassischen Solaris-Systemen hat man eben einen bekannten GNOME-Desktop, der allerdings mit Themes ein bisschen aufgepeppt worden ist. Es gibt die gängigen Anwendungen und man hat die GNU-Tools im Pfad und muss sich nicht mit irgendwelchen komischen Sonderoptionen von PS oder ifconfig oder sonst was rumschlagen. Halt ifconfig nicht, da lüge ich. Aber die GNU-Tools, die man so kennt, sind an der ersten Stelle und man kennt sich aus und stolpert nicht ständig über irgendwelche falschen Optionen. Das Ganze wird eben aus dem Open Solaris Source Code im 6-Monats-Rhythmus in eine Distribution gegossen und dann released. Ja, ich habe es hier schon anklingen lassen, 2008/11, also im November wird wohl die nächste CD herauskommen. Bis dahin ist eben 2008/05 aktuell, die man aber jetzt auch schon übers Netz mit aktuellen Paketsnapshots aktualisieren kann und auf einen neueren Versionsstand hieven kann. Also man ist nicht darauf festgestanden, auf diesem Versionsstand. Die Pakete gibt es von Sun einmal unter pkg.opensolaris.org. Die haben eben ein Paket-Repository-System, wo auch ein zentrales Server-Pakete ausliefert, die man sich dann über den Installer installieren kann. Auch den werde ich gleich nochmal ein bisschen näher beschreiben. Übrigens, wenn irgendwie Fragen, Anmerkungen oder sowas sind, einfach kurz winken und dann können wir das gleich abhandeln. Also wenn es sich schnell erledigen lässt, mache ich das lieber im Dialog gleich zwischenrein. Ansonsten können wir natürlich auch im Anschluss noch Fragen, Antworten machen. Und noch was, ich arbeite jetzt zwar für Sun, aber ich bin kein Solaris-Marketing-Mensch. Also ich bin weiterhin immer noch Linuxer. Das, was ich hier erzähle, sind die Erfahrungen der letzten 4-5 Monate. Ich bin also bei Gott kein Solaris-Guru oder Experte. Wenn es irgendwo ans Eingemacht liege, kann es durchaus sein, dass ich einfach sagen muss, sorry, habe ich selber noch nicht irgendwie erkannt oder herausgefunden. Aber ich bin halt von dem, was ich bisher gesehen habe, so begeistert, dass ich da jetzt mich entschieden habe, hier auch mal was drüber zu erzählen.
So sieht der Desktop aus nach der Installation oder wenn das Live-CD-System gestartet hat. Wobei ich hier schon ein bisschen flunkere, das ist nicht die 2008.05, sondern schon ein Zwischenstand. Die Icons haben sich ein bisschen verändert, aber im Großen und Ganzen das Theme und so weiter sieht identisch aus. Ja? Ist die Begrenzung bei den Usernamen auf 8 Zeichen aufgehoben? Ob die Begrenzung der Usernamen auf 8 Zeichen aufgehoben ist und ich muss... Okay, würde mich wundern, weiß ich nicht. Können wir aber nachher gerne ausprobieren oder ich gebe dir eine CD. Es würde mich wundern, also ein Benutzername mit mehr als 8 Zeichen sollte heutzutage eigentlich schon Stand der Dinge sein. Aber gut, war mir bisher noch gar nicht bewusst, dass es diese Begrenzung gab. Ja. Okay. Irgendwie nicht so ganz zeitgemäß. Ich hoffe, das ist eine Sache, die Sie hier dann auch schon angegangen sind. Also Open Solaris ist auch schon die Plattform, wo Sun sehr experimentierfreudig ist und sehr viele Dinge über den Haufen wirft, wo alteingestandene Solaris-Admins und Solaris-Hasen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und irgendwie nicht so begeistert davon sind. Man versucht halt hier ein bisschen radikalere Änderungen vorzunehmen, aber die Zielgruppe mit Open Solaris ist doch meiner Meinung nach mehr so der versierte Entwickler und nicht der High-End-Anwender. Da gibt es einfach verschiedene Aspekte, die dazu führen, man muss halt doch sehr häufig noch die GUI verlassen. Der Hardware- und Treiber-Support ist noch nicht so ausgereift wie auf einem Linux-System. Aber wenn die Hardware unterstützt wird, läuft es eigentlich sehr reibungslos durch und die Installation ist echt ein Genuss. Was man hier vielleicht so ein bisschen sieht, ist auch das Power-Management jetzt verstärkt unterstützt wird. Also man kann schon den Batteriestand des Laptops erkennen. Dinge, die unter Linux mittlerweile auch schon recht weit gediehen sind, aber auch immer noch nicht überall funktionieren. Das ist immer so ein Wechselbad der Gefühle mit Laptops. Aber alles Gängige, was man so für den täglichen Bedarf braucht auf dem Desktop, ist da und bedient sich genauso. Also wenn man sich die Oberfläche anschaut, man würde jetzt nicht wissen, dass es ein Solaris ist, wenn man nicht die Icons irgendwie betrachtet. Aber das ist ja mit anderen Open-Source-Betriebssystemen wie FreeBSD oder sowas auch nicht anders. Wenn man mal den Desktop darüber gestülpt hat, ist das, was unter der Haube läuft, schon recht gut versteckt. Ja, es gibt... Neben dem Open Solaris Codename Indiana, was ich heute behandle, noch ein paar andere Distributionen, die ich noch kurz erklären möchte. Solaris Express Community Edition ist auch basierend auf dem Open Solaris Quellcode, wird im 2-Wochen-Rhythmus rausgegeben und ist im Endeffekt so die Bleeding Edge Geschichte, wenn man halt wirklich sehr nah am Puls sein möchte, aber ein installierbares Medium haben möchte. Dann ist die SXCI eine ganz gute Wahl, wobei die allerdings nicht diese Linux-spezifischen Anpassungen mit den GNU-Tools und dem GNOME-Desktop und ähnliches hat. Also das ist mehr so die für den erfahrenen Solaris-Anwender bekannte Distribution mit all ihren Eigenheiten und Tücken, die man eben kennen muss, wenn man Solaris kennt. Dann hat Sun früher noch eine Solaris Express Developer Edition gehabt, die, wenn ich mich recht entsinne, alle 3 Monate rauskam und die im Endeffekt ein bisschen stabiler sein sollte als das, was eben die Community Edition im 2-Wochen-Rhythmus macht. Also man nimmt sich die Community Edition, macht dann noch ein bisschen mehr QA und die wird dann irgendwann als Developer Edition rausgebracht für die Leute, die eben ein bisschen produktiver damit arbeiten müssen. Hat Sun aber mittlerweile einschlafen lassen zugunsten von dem Open Solaris Indiana. Also es gab von der Developer Edition schon längere Zeit kein Update mehr. Und schon erwähnt, Solaris 10 ist eben die kommerzielle Variante, etwas ältere Codebasis. Da wird der Fokus eben primär auf Robustheit und Stabilität gelegt. Das ist das Betriebssystem, was man eben in der Bank im Großrechner einsetzen möchte, wenn man den vollen Support und alles braucht. Neben der Open Solaris Indiana, die von Sun Microsystems als Distribution vertrieben wird, gibt es allerdings auch noch ein paar Community-Solaris-Distributionen. Es gibt unter anderem Berlinix, wobei die den Schwerpunkt darauf legen, einen sehr gut angepassten KDE-Desktop zur Verfügung zu stellen. Ist auch ein Live-System, was man sich installieren kann. War eine der ersten Live-Demo-Solaris-Distributionen, wenn ich mich recht entsinne, die es gab. Dann gibt es das NextCenter OS, was ich ganz spannend finde. Das wird den meisten Linux-Anwendern am ehesten entgegenkommen, weil es im Endeffekt wirklich ein komplettes Debian-Userland mit apt-get und allem drum und dran ist, bloß mit dem Solaris-Kernel statt dem Linux-Kernel unten drunter. Und mit dem
coolen Ansatz. Die haben apt-get so erweitert, dass ich ein Betriebssystem, also ein Dist-Upgrade über einen ZFS-Snapshot machen kann. Das heißt, ich installiere die Updates und wenn ich feststelle, das läuft irgendwie nicht rund, kann ich das Dateisystem mit einem Rollback in den vorherigen Zustand zurückversetzen. Das ist eine Sache, die mir unter Linux momentan noch fehlt. Wenn ich da irgendwie Pakete einspiele und die machen irgendeinen Mist, habe ich das Problem, wie kriege ich diese Änderung wieder rückgängig. Das ist mit diesen Snapshots mit ZFS sehr schön gelöst. Auch das ZFS-Dateisystem erkläre ich gleich noch ein bisschen. Dann gibt es Schillix. Das war wirklich die allererste Community-Distribution, die erstellt worden ist, als der OpenSolaris-Quellcode freigegeben worden ist. Ich glaube, Jörg Schilling heißt er, wenn ich mich recht entsinne. Er hat es in 2 Wochen auf die Beine gestellt. Er ist unter anderem auch der Entwickler von dem CD-Record-Programm. Ist eine interessante Persönlichkeit. Ich habe ihn schon mal kennengelernt. Also er hat es schon drauf, aber manchmal... Gut. Milux finde ich auch ganz witzig, ist im Endeffekt das Analogon zu Damn Small Linux, also eine Solaris-Distribution, die halt auf Minimalismus ausgelegt ist. Die kleinste Version kommt auf ungefähr 80 Megabyte im ISO-Image, hat aber einen grafischen Desktop und alles an Tools, was man so braucht. Lässt sich auch sehr schön auf einem USB-Stick installieren, also ist so das ideale Solaris-Rettungssystem, wenn man mal irgendwie einem anderen auf die Füße helfen muss. Habe es gestern mal in VirtualBox ein bisschen ausprobiert, ist ganz nett. Es gibt noch, ich glaube, 2, 3 weitere Distributionen, aber das sind so eigentlich die bekanntesten und gängigen. Und also wenn ich die Wahl hätte als Einsteiger, wenn ich aus der Debian-Ecke käme, würde ich wahrscheinlich mir NextCenter mal ein bisschen näher anschauen. Ansonsten das Sun, OpenSolaris, Indiana oder auch Belinux sind auch sehr gute Alternativen. ISO-Images sind verfügbar, man kann sie entweder als Live-System ausprobieren, in der VirtualBox mal anschauen oder halt eben auch nativ installieren. Welche Taste habe ich jetzt gedrückt? Ha! Ja, Solaris ist leider nicht Linux. Ich habe hier nur ein paar kleine Änderungen rausgepickt, die mir so jetzt in den letzten paar Wochen und Monaten aufgefallen sind. Es gibt wahrscheinlich Tausende davon und jeder macht andere Erfahrungen damit. Die Lernkurve ist am Anfang ein bisschen steil. Aber wenn man sich mal so generell als Linuxer mit den Konzepten und Prinzipien eines Unix-Betriebssystems schon mal vertraut gemacht hat, kommt man eigentlich auch in Solaris recht schnell rein. Wie eigentlich in jedes kommerzielle Unix. Das Schöne bei Solaris ist, dass die Doku wirklich gigantisch gut ist und reichhaltig. Also es gibt wirklich über jeden Aspekt ein How-To, ein White Paper, ein Reference Manual und ein Tutorial. Und man kann sich für jede einzelne Funktion wirklich Tage und Wochen lang nur damit beschäftigen, sich das Zeug anzuschauen und durchzulesen. Da sieht man halt doch, dass das Betriebssystem schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und da viel Entwicklerarbeit reingeflossen ist. Was mir am Anfang erstmal so ein bisschen aufgestoßen ist, ist, dass die Gerätenamen anders sind. Unter Linux habe ich halt DevSDA oder HDA, unter Solaris haben die ein bisschen andere Namen. Und zwar wird hier eben Controller, das ist das C, T ist dann nochmal eine Zwischenunterscheidung. Und dann ist D die Disk und dann könnte ich nochmal einen Slice auf der Disk ansprechen. Solaris hat nämlich zusätzlich zu Partition auch noch das Konzept von Slices, die man innerhalb einer Partition anlegen kann. Ist ganz spannend, man kann das also wirklich sehr weit treiben. Netzwerkgeräte heißen nicht ETH0, sondern abhängig von dem Treiber, der diese Netzwerkkarte anspricht, haben sie irgendwie ein Kürzel des Treibernamens und dann eine laufende Nummer. Muss man auch erstmal drauf kommen, aber ifconfig-a zeigt mir, Gott sei Dank, wie unter Linux auch alle Netzwerkgeräte an. OpenSolaris startet per Default in den GUI-Modus. Ich kann nicht auf den Textmodus wechseln, keine Textkonsolen. Kann manchmal auch ein bisschen verwirrend sein, kann man aber einstellen, wenn man das möchte. Aber der Default ist eben, gibt's nicht, nur grafisch. Nur wenn der X-Server nicht startet, dann kommt natürlich schon zumindest eine Konsole, an der man sich auch brav einloggen kann. Also man ist nicht, keine Panik. Aber ich habe halt ganz hausausmäßig Ctrl-Alt-F1, wie nichts da. Das war eine der Überraschungen, die einem so als Linuxer entgegenstoßen. Home-Verzeichnisse liegen per Default nicht unter /home, sondern unter /export/home. Liegt darin begründet, dass Solaris ein Netzwerkbetriebssystem ist. NFS, das Network File System, kommt von Sun und es ist eigentlich völlig in diesem Bereich unüblich, dass jeder Rechner seine eigenen lokalen Benutzer hat, sondern man hat einen zentralen Home-Server, auf dem alle Filesysteme liegen und auch alle Homes und die werden dann eben exportiert, deswegen auch das /export.
und auf den Netzwerkmaschinen per NFS unter /home eingebunden. Daher kommt diese kleine und feine Unterscheidung. Wie schon erwähnt, die Kommandos sind ähnlich, aber halt nicht gleich. Man stolpert immer mal wieder über andere Kommandozeilenoptionen oder andere Parameter. Und manchmal haben die Kommandos komplett andere Namen, aber erfüllen eben einen ähnlichen Zweck, wie man es unter Linux kennt. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt eigentlich zu jedem Kommando eine Manpage. Also wie unter Debian sehr strikt, wenn ein Kommando auf der Platte installiert wird, sollte auch eine Manpage dafür da sein. Und wie schon erwähnt, die Gerätetreiber-Situation für Solaris ist noch nicht so ausgereift oder so ausgebildet, sage ich mal, wie es unter Linux der Fall ist. Speziell was den Desktop-Bereich, Laptops und Ähnliches angeht. Also so die klassischen Heimanwendermaschinen, da stolpert man dann doch das ein oder andere Mal über Netzwerkkarten, WLAN-Karten, Soundkarten oder Grafikkarten, wo Solaris dann sagt, oh, kenne ich so nicht, sorry, hier ist eine Textkonsole. Aber wird besser. Im Serverbereich dagegen sind sie sehr stark, also alles, was so im Fiber-Channel-Bereich an Storage und Ähnlichem an oder Gigabit-Netzwerkkarten gängig ist, da gibt es auch Solaris-Treiber für. Also da merkt man doch schon, dass der Fokus mehr auf der Serverseite liegt. Ich muss mich ein bisschen sputen. Aber es gibt das Device-Driver-Utility, das ist so eine kleine GNOME-Anwendung, die diese Sun-Leute entwickelt haben, mit der man sich einen recht schnellen Überblick verschaffen kann, was an Geräten im System so verfügbar ist und ob Solaris einen entsprechenden Treiber dafür parat stellt. Unten gibt es dann auch noch einen Submit-Button, wo man dann seine Hardware-Informationen an Sun schicken kann, dass sie sich eben so ein bisschen den Überblick verschaffen können, was so an gängiger Hardware draußen ist und wo eben die meisten Lücken in der Treibersituation sind, die man füllen muss. Der Screenshot hier ist übrigens ein VirtualBox, nicht wundern. Aber VirtualBox, Netzwerktreiber ist da, X sowieso, Sound. Es gibt die Guest-Extensions auch für Solaris, das heißt, ich kann auch höhere Auflösungen fahren. Der Mauszeiger ist nicht gefangen genommen, also man kann da recht flott auch unter Solaris mitarbeiten, wenn man VirtualBox verwendet. Gut, jetzt komme ich ein bisschen ans Eingemeinte. IPS, das Image Packaging System, ist das neue Paketmanagement-Tool, was OpenSolaris verwendet. Das ist Unterschied zu dem klassischen Solaris-Package-Management, ist eine komplette Neuentwicklung und hat sich ein bisschen einiges bei den existierenden Linux-Paketmanagern wie RPM oder den Debian-Paketmanagement abgeguckt, ist aber eine Eigenentwicklung, aber die Konzepte sind ähnlich. Es ist netzwerkbasiert, das heißt, ich habe Paket-Repositories, die mir Pakete zur Verfügung stellen. Ich kann verschiedene Repositories in meine Liste aufnehmen und kann dann eben Pakete aus diesen jeweiligen Repositories markieren und installieren und Updates einspielen. Ich kann Pakete löschen, ich kann meine Paketliste aktualisieren. Also die Kommandofolge ist sehr, sehr an UpGet auch angelehnt. Man fühlt sich eigentlich gleich zu Hause. Teilweise werden andere Begriffe verwendet. Was bei Debian oder Ähnlichem ein Paket-Repository ist, ist bei Solaris eine Paket-Authority. Aber ansonsten, wenn man sich da mal ein bisschen reingefuchst hat, kriegt man das recht schnell raus. Und im Gegensatz zu dem klassischen Solaris-Paketmanagement wird eben auch Abhängigkeiten zwischen Paketen unterstützt. Das heißt, wenn ich eine LAMP-Umgebung haben will und ich sage, ich möchte PHP MySQL haben, wird automatisch auch der Apache und das MySQL und die anderen PHP-Bibliotheken mit reingeladen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber die Unterstützung für das alte Paketformat ist noch geblieben. Also das war Sun schon wichtig, dass auch die gesamte existierende Softwarepalette, die im alten Paketformat noch verfügbar ist, auch auf OpenSolaris installierbar ist. Auch das ist ein Aspekt, auf den bei Solaris sehr viel Wert gelegt wird, im Gegensatz zu Linux-Distributionen, das ist die Binärkompatibilität. Eine Sache, über die kommerzielle Softwareanbieter im Linux-Umfeld immer noch fluchen, trotz Linux-Standard-Base und sonstigen Bemühungen, das einheitlich zu gestalten. Wenn man eine Closed-Source-Applikation für Linux kommerziell vertreiben will, ist man im Endeffekt doch darauf angewiesen, ein Paket für Red Hat Enterprise, für SUSE Linux Enterprise, für Mandriva, für Ubuntu, was auch immer zu haben. Da ist Sun ein bisschen strikter. Das heißt, die ganzen Pakete, die nur im Binärformat zum Beispiel für Solaris 10 verfügbar sind, laufen auch ohne weiteres auf einem Solaris wie jetzt auch. Also das ist ganz angenehm, wenn ich ein ISV bin, also ein kommerzieller Softwareanbieter. Ins Paketmanagementsystem eingebaut ist eben das Konzept, das Dateisystem oder die Snapshot-Funktionalität des Dateisystems für Rollbacks einzubinden. Das heißt, wenn ich eben
mal sage, okay, es gibt im Paketrepository eine ganze Latte neuer Pakete, installiere mir die jetzt mal in einem Schub, kann ich das eben im Rahmen eines Snapshots machen. Das heißt, ich habe immer noch den alten Zustand des Systems als Backup, der dann auch automatisch in den Grub Boot Manager eingetragen wird. Das heißt, ich kann beim Neustart des Systems auswählen, ob ich den alten Zustand booten will oder eben die gesamte aktualisierte Distribution und kann dann wieder in den letzten Schritt zurück oder eben auch den Schritt von vor 5 Monaten. Also diese Snapshots kann man beliebig oft anlegen und jedes Mal wird dann ein Eintrag in den Boot Manager gemacht und im Gegensatz zu Linux kosten diese Snapshots auch nicht sehr viel, einmal an Plattenplatz oder an I.O. Es gibt das Konzept von Images Boot Environments. Was bei Solaris auch sehr stark ist, ist das Thema Virtualisierung. Es gibt mehrere Methoden, wie ich auf einem Solaris-System mehrere parallele Instanzen laufen lassen kann. Eins zum Beispiel sind eben die Container und Zones, wo ich auch gleich noch was zu sagen möchte. Oder gut, VirtualBox wäre eine andere Lösung. Oder auch Xen, das was unter Linux sehr weit verbreitet ist, wird auch von Solaris unterstützt. Und ich kann eben unter Solaris Xen als Host oder als Guest auch benutzen. Und der Paketmanager bietet mir eben die Möglichkeit, diese Boot-Environments auch zu maintain. Das heißt, ich kann also sagen, ich habe hier in dem Unterverzeichnis eine virtuelle Maschine, mach mir doch mal ein Paket-Update von diesem Unterverzeichnis und nicht von meinem Hauptsystem. Solche Dinge sind da möglich. Das Ganze sehr kompakt. PKG ist das Kommandozeilentool und der Package-Manager ist die GUI dazu, wobei dieses grafische Frontend noch deutlich den Funktionalitäten der Kommandozeile hinterherhängt. Also da hat es dann noch ein bisschen was vor sich. Der Link hier unten zeigt, wo das Projekt zu Hause ist. Das Ganze in Python geschrieben. Hier mal ein Beispiel. Wer apt-get kennt, dem dürfte das bekannt vorkommen. Refresh aktualisiert mir die Paketlisten, was in den Repositories an Paketen verfügbar ist. Und pkg install installiert das Paket. Es kommt eine Download-Phase und danach wird das Ding installiert und ist verfügbar. Ja, user GNU ist eben der Pfad, wo unter Solaris die GNU-Utilities zu finden sind. Das ist so eine Sache, an die man sich gewöhnen muss. Man muss wirklich $path immer im Auge behalten, ob man wirklich alle Pfade abgedeckt hat, wo Solaris Binaries verstecken könnte. Das kann man noch verbessern. So wird ein Paket aktualisiert. Ich refreshe meine Paketliste. PKG-List listet mir eben in dem Fall mit Option eines Paketnamens Informationen über das installierte Paket auf. In der ganz rechten Spalte gibt es ein kleines U, das steht für Updatable, das heißt, da ist ein Update verfügbar, den ich dann eben mit PKG Install einspiele. Und jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob das nicht eigentlich PKG Update heißen müsste. Das kommt davon, wenn man Cut and Paste von anderen Folien macht. Ich glaube, es heißt mittlerweile PKG Update. So ist es, genau. Also der guckt, was hat sich im Paket geändert und nur diese Dateien wandern auch auf den Rechner. Es wird nicht immer das komplette Paket genommen. SUSE hat sowas Ähnliches mit den Delta-RPMs auch implementiert, wobei die es, glaube ich, nicht auf Dateiebene machen, sondern wirklich X-Deltas der Binärdateien erzeugen und nur diese dann einpatchen. Ich weiß nicht, was der bessere Ansatz ist. Im Endeffekt, der Sinn des Ganzen ist halt eben, dass man die Menge an Daten minimieren möchte, die über den Draht gehen. Gut, aber wie gesagt, es gibt PKG als Hauptkommando und die nachfolgende Option ist halt die Aktion, die ich ausführen möchte. List, Update, Install, Verify, alles recht gängig. Das Tool ist wirklich sehr handlich. So sieht die dazugehörige GUI aus. Ja, wer Paketmanager auf anderen Distributionen kennt, wird das vertraut vorkommen. Links habe ich eben so verschiedene Paketkategorien, unter denen ich auswählen kann. In der Mitte die Paketliste, die der entsprechenden Kategorie entspricht. Rechts oben wähle ich das Paketrepository aus, was ich mir momentan anzeigen möchte. Die installierte Version, die aktuellste verfügbare Version wird angezeigt. Unten kriege ich eine Paketbeschreibung. Dann klicke ich einfach mit dem Häkchen an, was ich haben möchte. Die Abhängigkeiten werden aufgelöst und schwupp. Die Pakete werden installiert, wobei die GUI manchmal noch ein bisschen sehr sparsam mit visuellem Feedback ist. Also ich klicke zum Beispiel auf Reload und es passiert nichts. Ich habe keinerlei Fortschrittsanzeige, was das Ding jetzt gerade macht. Und man fühlt sich ein bisschen an OpenSUSE 10.3 zurückerinnert. Der Paketmanager ist lahm.
aber auf der Kommandozeile ist das ein bisschen flotter. Und wenn man Compiz als Window-Manager verwendet, sieht man auch sehr schön, dass das Fenster dann so leicht dunkel abgeblendet wird, weil es gerade beschäftigt ist. Leider ein bisschen zu häufig für meinen Geschmack. Ein paar Konsolen oder einfach irgendwo so ein kleiner Fortschrittsbalken, der einfach sagt, ich tue jetzt was. Das würde schon helfen. Eins der Knaller und Highlights von Solaris oder Open Solaris, meiner Meinung nach, ist eigentlich das ZFS-Dateisystem, über das man alleine einen ganzen Dreiviertelstunden-Talk machen könnte, weil das ist so leistungsfähig und vielseitig. Das war also so ein bisschen der Aha-Moment für mich, als ich Solaris das erste Mal angeschaut habe. Es ist nicht nur einfach ein Dateisystem. Man kann Verzeichnisse anlegen, man kann Dateien anlegen, Links ganz normal, wie in jedem anderen POSIX-Dateisystem auch. Nur, es ist auch zusätzlich auch noch ein Volume Manager und unterstützt eben RAID-Kombinationen von Storage-Devices. Das heißt, ich habe alles, was ich für Storage-Management brauche, in einem oder zwei Kommandos vereinheitlicht. Das heißt, wenn ich eine neue Festplatte habe, die ich in meinen Volume-Pool einbinden will, dann mache ich das mit einem Kommando und schon steht mir der Platz für die Dateisysteme zur Verfügung. Ich kann Quotas pro Dateisystem festlegen, das heißt, sie können eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Ich kann bestimmten Platz reservieren und sagen, diesem Dateisystem wird garantiert so und so viel Platz zur Verfügung gestellt aus dem Pool. Das heißt, selbst wenn ich diesen Platz noch nicht jetzt genau brauche, falls ein anderes Dateisystem in den Pool über eine Größe hinauswächst und damit die Reservierung für das andere nicht mehr reichen würde, würde das Dateisystem eben den Hinweis bekommen, dass es jetzt nicht mehr Platz brauchen kann. Die Dateisysteme wachsen im Endeffekt dynamisch in diesem Pool. Falls ich sie eben nicht mit Quotas oder Reservierung irgendwie beschränke, lege ich das Dateisystem einfach an und muss mich jetzt nicht darum kümmern, demnächst die Partition zu vergrößern oder irgendwie das Volume größer machen zu müssen. Das macht ZFS alles transparent im Hintergrund für mich. Es ist besonders, was Ausfallsicherheit angeht, sehr robust gemacht. Man kann eben Mirrors anlegen, man kann RAID-Konfigurationen von mehreren Devices anlegen und im Gegensatz zu anderen RAID-Implementierungen wird nicht nur festgestellt, oh, die ganze Platte ist ausgefallen, ich habe jetzt nur noch zwei Platten, sondern das Ganze wird auf Blockebene mit Checksummen gemacht. Das heißt, selbst wenn eine Platte anfängt, nur in manchen Bereichen irgendwie Unsinn zu machen, erkennt ZFS das und kann es in den meisten Fällen, wenn entsprechende Redundanz verfügbar ist, korrigieren und der Admin kriegt eben den Hinweis, dass hier irgendwas nicht mehr so ganz im grünen Bereich ist. Aber all diese Dinge machen ZFS eigentlich so zu dem Dateisystem oder Storage-System der Wahl, wenn man irgendwo Server aufsetzen möchte. Also wenn man sich an diese Features mal gewöhnt hat, will man sie eigentlich nicht mehr missen wollen. Und ein weiterer Vorteil, was eben auch beim Paketmanagement verwendet wird, ist die Möglichkeit, Snapshots anzulegen. Das heißt, ich habe ein beliebiges Dateisystem, das ich zu einem auch beliebigen Zeitpunkt in dem aktuellen Zustand einfrieren kann, kann das dann an eine andere Stelle mounten und habe dann einen konsistenten Zustand der gesamten Verzeichnisstruktur, die ich dann eben bequem zum Beispiel für Backup-Sachen wegsichern kann, ohne den laufenden Betrieb damit zu beeinträchtigen. In meiner Freizeit schreibe ich an einem kleinen Tool, was sich MyLVM Backup nennt. Das macht sowas Ähnliches für Linux mit LVM-Snapshots. Also ich habe die Möglichkeit, den MySQL-Server kurzfristig anzuhalten, mache dann den Snapshot des Dateisystems und lasse den MySQL-Server dann laufen und kann dann in aller Ruhe die Dateien aus dem Snapshot wegsichern und habe dann eben einen konsistenten Zustand. Sowas Ähnliches kann man mit ZFS eben auch machen und ich hoffe, ich habe demnächst mal wieder einen Moment Zeit, auch ZFS-Unterstützung in mein Skript reinzubauen, weil das wirklich das Ganze noch viel einfacher macht. Und es gibt diese beiden Kommandos sind alle, die ich brauche. Und wenn ich ein Dateisystem anlegen will, reicht mir im Endeffekt schon das Zpool-Kommando. Zpool ist eben das Verwaltungstool, was mehr auf den unteren Bereich des Dateisystems angelegt ist, also die Verwaltung von den einzelnen Platten, Subsystemen und Partitionen und ähnlichem, also alles, was mir meinen Speicherpool zur Verfügung stellt. Und ZFS ist das Tool oben drüber, was die Verwaltung der Dateisysteme in diesem Pool vornimmt. Ich will das mal an einem kleinen Beispiel erläutern. Das sind die Kommandos, die ich unter Linux mindestens brauche, um aus drei Platten ein RAID 5 mit einem Dateisystem auf LVM zu machen. Ich muss also erstmal gucken, welche Platten habe ich denn überhaupt. Das erste Kommando ist eigentlich mehr nur, zeig mir mal alle Platten an, die ich habe. Mit mdadmin kann ich eben ein RAID-Device anlegen über diese drei Platten, RAID Level 5, auf drei SCSI-Platten, die mir dann als Device devmd0 zur Verfügung gestellt werden.
Auf das Ganze lege ich mit pvcreate ein Physical Volume an, weil ich den Logical Volume Manager verwenden will. Erzeuge meine Volume Group auf dem Device und erzeuge innerhalb dieser Volume Group mein Logical Volume, um auf diesem Logical Volume dann schlussendlich mein Filesystem anzulegen. Dann muss ich das Ganze irgendwo marken, muss die FS-Tab einbinden und dann habe ich irgendwann mein Dateisystem, auf das ich zugreifen will. Das war jetzt nur das Anlegen. Ich bin jetzt noch gar nicht darauf eingegangen, was man machen muss, wenn man mal eine Platte austauschen muss oder das Dateisystem vergrößern möchte oder ähnliches. Das ist ZFS, gleiche Funktionalität. Zpool Create sagt mir, ich will eben einen Storage Pool irgendwo anlegen. Der Name ist in dem Fall auch wieder LVOL. Ich möchte, dass das Ganze als RAID-Kombination angelegt wird über diese drei Devices. Was ZFS für mich im Hintergrund macht, ist das Dateisystem anlegen, das Volume anlegen, den Mount Point festlegen, fertig. Ich kann sofort im nächsten Schritt auf /LVOL Dateien und Verzeichnisse anlegen und gut ist. Und beim nächsten Start sind die auch noch da. Hat schon was. Also allein diese Einfachheit, wie mit der man mit Storage arbeitet, dass man nur ein Kommando hat, um eigentlich alles damit zu erschlagen, ist gigantisch. RAID-Z ist so ein bisschen verwirrend. Im Endeffekt ist es eine RAID 5-Implementierung, die allerdings noch ein paar Extras hat, weil sie unter anderem mit unterschiedlichen Stripe-Längen arbeiten kann und ähnlichem. Also ZFS ist unheimlich intelligent im Hintergrund, was die Steigerung von Performance und Redundanz angeht. Allein darüber gibt es wieder tonnenweise Papier und White Paper, die ich noch nicht gelesen habe. Aber das, was ich bisher so gesehen habe, hat mich echt stark beeindruckt. Und eben die Tatsache, dass man schnell Snapshots anlegen kann und sie im Gegensatz zu Linux keine Performance kosten. Unter Linux, wenn ich einen LVM-Snapshot aufhabe, ist die Platte doch merklich häufig beschäftigt, weil sie eben Blöcke immer hin und her kopieren muss und mehr als zwei oder drei Snapshots will man in dem Produktivsystem einfach parallel nicht laufen haben. Also unter Linux LVM-Snapshots sind wirklich nur geeignet, schnell den Snapshot aufmachen, Daten wegsichern, Snapshot wieder wegschmeißen. Unter Solaris-Kosten nehme ich weder großartig Performance noch Speicherplatz. Wenn ich einen reinen Snapshot anlege, der eine Read-Only ist, sogar noch weniger, als wenn ich ihn in einen Clone umwandle, auch das ist möglich. Ich erstelle eine 1:1-Kopie per Snapshot und kann die jetzt aber auch schreibend wieder als Clone irgendwo anders hinmounten und kann auf diesen Dateien dann wieder rumarbeiten. Also man könnte ZFS im Endeffekt auch als Versionskontrollsystem missbrauchen, wenn man das will. Aber gut, dafür ist es sicher nicht primär gedacht. Und das Schöne ist eben, dass ZFS unter anderem mit dem Paketmanager so eng verbunden ist und dann eben Rollbacks von Paketinstallationen möglich macht. Gut, SMF oder SMF, Service Management Facility, ist auch so eine Eigenart. Unter Linux ist bisher, außer bei Ubuntu, immer noch Stand der Dinge, dass Services oder Dienste über ein Init-Skript in /etc/init.d gestartet oder gestoppt oder neu gestartet wird. Es gibt jetzt bei Ubuntu mit dem Upstart so eine Bestrebung, dieses System mal ein bisschen zu überarbeiten. SMF arbeitet ähnlich, ist allerdings weiterhin abhängigkeitsgesteuert, wie es auch schon mit den Init-Skripten der Fall ist. Das heißt, ein Dienst legt eben fest, wenn ich starten will, muss das und das und das schon gestartet sein. Also der Apache sagt, ich brauche aber ein Network oder ich brauche meine NFS-Mounts oder was auch immer. SMF arbeitet ähnlich. Jeder Dienst kann eben Abhängigkeiten festlegen, die erfüllt sein müssen, bevor er starten kann. Im Endeffekt wird also System 5 Init und Init-Skripten ersetzt und weiterhin auch noch der INITD, also der Prozess, der auf einkommende TCP- und UDP-Verbindungen TCP-Verbindung wartet und dann einen entsprechenden Dienst hochfährt, wenn eben eine Verbindung gefordert wird. Das Ganze wurde unter anderem gemacht, um den Bootprozess zu beschleunigen, weil es eben parallel ablaufen kann. Statt den Run-Level, wie man sie unter Linux kennt, also 3 Textkonsole, 5 grafischer Modus, gibt es sogenannte Milestones, die man erreichen kann und festlegen kann. Ja, ist ein Teil des sogenannten Predictive Self-Healing-Konzeptes. Das ist so ein nebulöser Begriff für alle möglichen Dienste und Features von Solaris, wo eben Fehler automatisch abgefangen und behoben werden. Das ZFS-Dateisystem mit seinen Korrekturmaßnahmen gehört da dazu. SMF macht sowas Ähnliches. Es hat nämlich auch eine sogenannte Watchdog-Funktionalität. Das heißt, es kann gucken, ob der Prozess denn überhaupt noch läuft und ihn dann auch wieder starten, falls er abgestürzt sein sollte. Und man kann dann über bestimmte Regeln festlegen, wie häufig oder wie oft er das machen soll. Wenn es also der Prozess wirklich ständig am Abgurken ist, scheint wohl irgendwas nicht in Ordnung zu sein und irgendwann gibt SMF dann auf und markiert diesen Service eben als entsprechend im Maintenance-Modus.
Ich kann Dienste starten, stoppen, aktivieren, deaktivieren. Das ist sehr ähnlich wie unter Linux mit dem Check-Config auch, wo ich eben sagen kann, Check-Config, -add, Dienstname. Das Logging von den Diensten wird ebenfalls über SMF genommen. Es gibt unter var SMF ein Verzeichnis, in dem für jeden gestarteten Dienst ein separates Logfile abgelegt wird, wo dann eben mit protokolliert wird, was der Dienst so macht. Gibt ein paar Tools dafür, mit denen man das bearbeiten kann. Auch hier wieder recht überschaubar. Diese beiden Kommandos reichen eigentlich aus, um sich mit den Diensten anzufreunden. SMF, die Manpage, die erklärt mehr so das generelle Konzept, was dahinter steht. Sonst Container hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Kreuzung aus einer Change-Root-Umgebung mit dem User-Mode-Linux, was es mal eine Zeit lang gab. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch so aktuell ist. Aber man hat eben die Möglichkeit, bestimmte Server oder Anwendungen in eine isolierte Umgebung in ins laufenden Systems zu packen. Die haben ihr eigenes Dateisystem, ihre eigene Prozesstabelle, können Ressourcen wie Speicher oder CPU-Zeit zugewiesen bekommen und laufen dann parallel zum Hauptsystem mit. Lassen sich dann eben über entsprechende Tools administrieren, konfigurieren und auch das vorhin schon erwähnte Package-Management-System ist in der Lage, diese Umgebung auch zu aktualisieren und zu bearbeiten. Man kann entweder eigene IP-Adressen zuweisen, dass das wirklich wie eine separate virtuelle Maschine aussieht, oder sie nehmen einfach die IP-Adresse des Hauptsystems für ihre Zwecke. Was jetzt noch hinzugekommen ist, sind sogenannte Branded Zones. Die gehen dann noch ein Stück weiter und ermöglichen es mir unter anderem, eine Linux-Umgebung parallel fahren zu lassen. Also ich habe dann eine Zone, in der ein Linux-Binary läuft und kein Solaris-Binary. Wobei da ein bisschen Überschneidung zu sein scheint mit dem, was man auch mit Xen zum Beispiel machen kann. Ist eine Sache, die ich bisher nur grob überflogen habe. Klingt spannend, habe ich aber mich noch nicht tiefer eingelesen. Also wer noch irgendwas weiß, was irgendwie ganz wichtig und toll an Zones ist, was ich jetzt nicht erwähnt habe, nur zu. Bin für Feedback dankbar. Auch das ist eine Eigenheit von Solaris, die jetzt auch teilweise in Linux Einzug hält. Irgendwann hat man festgestellt, dass Root als alleinmächtiger User irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei ist, weil der wirklich halt alle Privilegien hat und man es den anderen Usern nur sehr schwer irgendwie sehr feingranuliert leichter machen kann, bestimmte Rechte zu erlangen, ohne komplett Root werden zu müssen. Deswegen gibt es bei Solaris eben das Prinzip von Privileges und Role-Based Access Control. Man kann einem User wirklich sehr feingranuliert Privilegien zuteilen, wie zum Beispiel, du darfst jetzt ZFS administrieren oder du darfst jetzt Benutzeradministration machen, aber sonst alles andere nicht. Es gibt sehr viele vorkonfigurierte Profile, die eben schon auch sehr aussagekräftige Namen haben und die Privilegien gehen halt wirklich bis auf Kernel-Ebene runter, wo man dann festlegen kann, ob ein bestimmter TCP-Port geöffnet werden darf. In ähnliche Richtungen gehen unter Linux zum Beispiel, jetzt fällt mir der Name nicht ein, kommt davon, wenn man es zu selten benutzt. Es gibt AppArmor unter OpenSUSE, die machen sowas ähnliches. Wie heißt das Red Hat Tool dazu? Danke, SE Linux, das war, was mir fehlte. Geht so in die Richtung, ist aber ein etwas komplexeres Konzept. Also SE Linux finde ich ganz persönlich auch ziemlich schwer zu erlernen, aber Privileges bei Solaris sind eine ähnliche Klasse. Aber sehr leistungsfähig und auch hier wieder recht schön, man braucht recht wenig Kommandos, um damit zu arbeiten. D-Trace für Entwickler, sehr interessant. Ich bin kein Entwickler, deswegen auch hier nur oberflächliche Informationen. D-Trace ist ein Tool, was es mir ermöglicht, eine laufende Anwendung oder einen laufenden Kernel-Treiber wirklich bis ins letzte Detail zu profilen, zu debuggen und zu analysieren. Das Ganze basiert eben auf Unterstützung durch den Kernel. Sogenannte Provider stellen mir bestimmte Probes zur Verfügung. Als ich das letzte Mal hier geguckt habe, waren es wirklich über 40.000. Das reicht vom Eintritt in eine bestimmte Funktion über, hat eine TCP-Verbindung aufgebaut oder hat ein Paket in den Netzwerkstack übergeben. Was auch immer man irgendwie profilen und analysieren will, geht mit D-Trace. Das Ganze lässt sich in einer Skriptsprache namens D schreiben. Ist eigentlich recht lesbar, wenn man Entwickler ist, kennt man C wahrscheinlich eh. Die ist also sehr an C angelehnt, mit so ein bisschen AWK-Prinzipien reingestreut. Und
gibt es auch sehr viele Tutorials, die einem erklären, was man mit dTrace so alles anstellen kann. Ich habe letztens ein dTrace-Skript gesehen, was im Endeffekt TCP-Dump nachgebaut hat. Auf der Java One in Kalifornien habe ich einen gesehen, der JavaScript-Applikationen in seinem Browser mit dTrace debuggt hat. Also es gibt wirklich sehr abenteuerliche Dinge, die man damit machen kann. Die Lernkurve ist recht hoch, aber das Tool ist sehr, sehr powerful. Ja, das Ding hat mich am Anfang in den Wahnsinn getrieben. Das ist auch so ein neues Konzept, was dann bei OpenSolaris ausprobiert. Die Netzwerkkonfiguration soll so einfach wie möglich sein. Automagic, das heißt, der Dienst, der da startet, lauscht an der Ethernet-Schnittstelle primär oder auch am WLAN, wenn er auf Ethernet nichts findet und sucht, wo er denn mit möglichst geringem Widerstand eine IP-Adresse herbekommt. Anders kann man es nicht beschreiben. Im WLAN ist es zumindest so, dass ich eine Auswahlliste kriege, welche ESS-IDs hier gerade rumschwirren und ich kann dann eine anwählen und kann mich dann auch da brav anmelden. Das Ding ist momentan noch sehr in Arbeit, würde ich mal sagen. Also es geht für den klassischen Fall, ich habe ein WLAN, das offen ist mit einem DHCP-Server oder ich habe hier ein Netzwerkkabel, wo ein DHCP-Server mir IP-Adresse gibt. Super, reingesteckt, IP-Adresse da, wunderbar. Wenn es mal nicht tut, muss man dann doch irgendwann wieder den Schraubenzieher auspacken und das Ding erstmal ausmachen. Also da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Das Konzept finde ich genial. GUI ist noch so gut wie nicht vorhanden. Ich warte mal ab, was da noch so kommt. Aber ist momentan bei OpenSolaris eben der Default, wenn man das System installiert. Deswegen sollte man sich damit mal befasst haben. Ich muss mich ranhalten. Ha. Noch so eine kleine Kollektion, was mir zwischen die Finger gekommen ist. Hardware-Info kann man sehr schön mit PRT-Conf und PRT-DIAC erkennen und auflisten lassen. PR-STAT ist so ein Top-Clone, würde ich es mal nennen. Also wenn man aktualisiert eine Prozessliste und noch ein paar weitere Informationen haben möchte, was gerade so am System läuft. PSR-Info macht das gleich über meine CPU. ISA-Info Instruction Set, das ist auch ganz wichtig. Hier auf dem Rechner ist ein Dual-Core Blafasel 64-Bit-Version. Habe ich auch erst herausgefunden, nachdem ich dieses ISA-Info aufgerufen habe. Ich dachte, ich habe ein 32-Bit-System installiert gehabt. Konnte man nicht wehren, er hat es einfach gemacht. Setzi-LAE, auch sehr wichtig, gerade weil die Pakete sich in zig verschiedene Pfade installieren. Das, was unter Linux der ld.config.ldso.conf ist, wird hier über SZCRLE gemacht. Das steht für Configure Runtime Linking Environment. DLADM ist das Kommandozeilentool, wenn ich ein WLAN einrichten will. pgrabpkill kann man die Prozessliste eben nach einem Prozessnamen durchsuchen. Und Format habe ich hier aufgeführt, nicht weil man es eigentlich bräuchte, aber wenn ich wissen möchte, wie die Device-Namen für meine Festplatten im System heißen, rufe ich einfach Format ohne Optionen auf und er sagt, ich habe die und die Platte gefunden, welche willst du denn bearbeiten? Danke, reicht mir schon, den Rest macht ZFS. So. Und noch eine Linksammlung, die Folien werden veröffentlicht und insofern werde ich die jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Es gibt Doku ohne Ende. Die Blogs, die die Leute schreiben, sind auch immer sehr lehrreich, immer schöne kleine nette Tipps und Hinweise. Ja, noch Fragen, Kommentare, Anregungen, Hände hoch. Die erste Frage kriegt ein T-Shirt. Alle wunschlos glücklich. Da. Ich werde dann umsteigen, wenn ich meinen Laptop vernünftig in Suspend to RAM und Suspend to Disk legen kann. Das ist eigentlich so der einzige Knackpunkt, der mich wirklich noch abhält. Und Enigmail für Thunderbird ist noch nicht für Solaris verfügbar. Das sind so die Dinge, die mir momentan aufstoßen. Ich bin eigentlich mehr ein KDE-User. OpenSolaris kommt defaultmäßig mit GNOME. Kann man sich auch dran gewöhnen. Wann werde ich komplett umsteigen? Ich behalte es im Auge, aber momentan, wenn ich mir so den Level anschaue, bin ich doch mehr in meinem SUSE-System zugegangen als auf Solaris. Liegt auch daran, man kann das Home-Verzeichnis nur schwer teilen. Solaris hat keine Treiber für ext3 oder RISER-FS oder sonst was. Linux hat nur einen sehr krautigen ZFS-Treiber. Das heißt, ich bin momentan darauf angewiesen, wenn ich Daten zwischen den Welten hin und her tausche, über einen USB-Stick mit FAT zu gehen. Da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Ja, ansonsten
Ja. Was ist die Abgrenzung zwischen Jobs und Virtualisierungslösung? Gute Frage, habe ich mich auch schon gefragt. Zones ist so die leichtgewichtige Lösung, die einfach schnell aufsetzbar ist, aber bestimmte Beschränkungen hat. Also eine Applikation in einer Zone kann zum Beispiel nicht direkt auf die Platten-Devices zugreifen und auch IPC und ähnliches, Shared Memory, also bestimmte Dinge, die halt direkt auf das System zugreifen, gehen dann nicht. Dann würde ich doch eher ein Zen verwenden oder eine VirtualBox, wenn es eher eine Desktop-Anwendung ist. Aber es ist alles verfügbar und alles dabei. Ja. Leider nicht. Also die Frage war, wie es denn mit Spark aussieht, weil OpenSolaris momentan halt primär nur auf den x86ern läuft. Ich weiß, dass der Spark-Port in Arbeit ist, dass da auch seine Leute dran sitzen. Bitte? Man kann jetzt ZFS-Unpartitionen auf Spark einrichten. Aha. Weil es letzten SX-PC, also diese Community, okay. Okay. Ja, gut möglich. Also ich glaube, der Knackpunkt ist wirklich, dass eben das OpenSolaris versucht, ZFS als Root-Dateisystem zu verwenden und dass der Solaris Boot Manager wahrscheinlich da noch nicht mit zurechtgekommen ist bisher. Aber ich rate jetzt ganz wild in der Gegend rum. Das ist, aber Spark ist definitiv ein Thema. Ich meine, Sun ist ein Hardware. Ja. Ja. Wie sieht es mit Kryptofunktionen bei ZFS aus? Meines Wissensstands momentan noch sehr bescheiden. Es gibt ein Projekt, aber ich weiß nicht, welchen Stand das hat, ob das schon benutzbar ist. So, noch eine letzte Frage, letzte Chance. Dann sage ich recht herzlichen Dank bei Fragen. Hier draußen haben wir einen Stand.